neue Tasche kaufst. Ja, was soll ich dann machen? Nee, Alter, das ist doch egal. Nee, nein, das ist doch scheißegal, nee, Udo. Nein, wenn du so doof bist, hättest du auch vernünftig eine Tasche kaufen können. Wilke, mir fällt die ganze Scheiße bei Mann, wenn du so doof bist und so eine Tasche da holst. Siehst du, ging ratzfatz, ne? So, weiter geht's. Komm, auf geht's. Jetzt können wir beruhigt nach Hamburg fahren. Ziehen, willst du jetzt los? Nee, ich sag gar nichts mehr. Leute, das ist... Nee. Ruhig, runterfahren. Udo! Was ist? Udo! Wilke, jetzt hörst du bald doch nicht. Ich sitze so einen Meter von dir weg. Udo! Udo! Wilke, ich hab... Nee! Ich hab jetzt an die Schnauze voll. Jetzt ist Schluss! Hast du wieder einen wunderschönen Rastplatz ausgesucht? Wilke, weißt du was? Willst du mich jetzt wieder um Piss gehen oder was? Udo! Udo! Ja! Udo! Udo! Das ist Wildpinkel! Udo, setz dich bitte hin! Sag mal, musst du mir immer auf den Sack gehen? Kann das sein? Hast schön Strahlen in die Botanik gesetzt? Boah, du nervst! Jetzt! Ziehen, starte das Fahrzeug und geradeaus! Ruf Entschuldigung, hier ist Wildpinkel verboten! Los. Entschuldigung, hier ist Wildpinkel verboten! Lauter! Entschuldigung, hier ist Wildpinkel verboten! Ich bin rein erstaunt. Wieso? Ja, was das heutzutage alles am Bahnhof gibt, hier muss man gucken. Tomatensuppe, Hühnersuppe. Warst du noch nie im Hotel, Udo? Ja. Schrei hier mal rum, das schallt. Komm rein! Komm rein! Udo ist auf einem ganz anderen Stockwerk, das heißt, ich kann ihm gar nicht so gezielt auf den Sack gehen. Hallo Wilke! Was ist das? Hast du einen Schlag bei dir gemacht? Was hast du hier denn veranstaltet? Hat er schon wieder alles ausprobiert. Kommst du in mein Zimmer und fragst mich, wieso ich Strom habe und du nicht. Ich bin zum ersten Mal in einem 5-Sterne-Hotel. Wusste ich das, dass man da vorne bei den... Dann hast du in einem dunklen Zimmer gesessen. Ich hab Fernseher angemacht. Der ging? Der ging. Aber alles andere nicht? Ja. Und hab ich mich gefragt, wieso? Wo willst du denn jetzt hin? Dann gehen wir nach 8. Ey, hast du sie noch alle? Wir sind über die Dächer von Hamburg. Udo! 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 Ich habe meine Tasche im Hotel abgestellt, ne? Da hat glatt eine Taube drauf geschissen, aber voll hell. Und damit bist du in 5-Sterne-Hotel rein. Ja, ja. Peinlich. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich die abgestellt habe. Chris, keine Cola. Ich will eine Cola. Hier hast du ein Bier und sei ruhig. Ich will aber eine Cola. Oh, Wilke, halt die Schnauze. Du sollst doch nur mit dem Ball spielen. Dich spiele ich noch in der Telefonzelle spielen. Und Wilke, hör auf mit so einem Blödsinn. Du machst nur Scheiße. Oh, Wilke, bitte. Du bist so gemein, bist du jetzt, ne? Wilke, jetzt hau ab! Willst du noch Naschi-Naschi? Nein, ich möchte kein Naschi-Naschi mehr. Willst du noch Naschi-Naschi? Nein, ich will kein Naschi-Naschi mehr. Willst du noch Naschi-Naschi? Wirklich noch einmal Naschi-Naschi und ich hau dir den Naschi-Naschi um die Ohren. Naschi, Udo? Nee, kein Naschi-Naschi. Was hast du da denn? Lachs. Wo geht's jetzt hin? Auf geht's, nach Bremen. Ey! Oh, bitte geh mir nicht auf den Sack. Wir müssen einen Zug bekommen. Erstmal ein Zugticket haben und dann lass uns erstmal ein Naschi-Naschi kaufen. Ja, aber wo kann man dann Naschi-Naschi kaufen? Was guckst du eigentlich so blöd? Wilke, ziehen. Du hast gerade frisches Geld geholt. Jetzt bist du mal dran. Genieße es. Das ist das Letzte, was ich dir jemals ausgegeben habe. Hallo. Halt jetzt die Schnauze, ich will jetzt nicht. Dann wollen wir einen Naschi. Hol mal Naschi-Naschi. Ja, gleich hol ich Naschi-Naschi. Ich trinke doch kein Bier. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Ich trinke kein Bier. Ich du will was hast anderes, gerade ein ich Bier. Ich will was anderes Naschi. Oh, ich nasche so gerne, das glaubst du gar nicht. Ich bring dich um, machst du das noch einmal. Heute wird noch ein Mord passieren, das garantiert dir für. Du wirst leider nicht in die Hofe ankommen. Endlich zurück nach Ostfriesland. Aber unterwegs noch im Naschi-Naschi. Bring noch im 2 Naschi-Naschi mit. Natürlich, ich soll den ganzen Bahnhof. Ich bin jetzt fast 48 Stunden mit dir zusammen. Ich muss jetzt ein bisschen Abstand von dir wieder gewinnen.
Oder? Ich knall dir gleich eine. Kennst du schon die Zwillinge? Krankenhaus, Friedhof. Jean-Claude Van Damme hat gerade angerufen. Was will der denn? Seine Stonewash-Jeans zurück. Jetzt noch einmal. Und ich werde den Security-Mann hier finden. Wen? Den Security-Mann. Lea in Ostfriesland. Endlich wieder zu Hause. Und du hältst die Schnauze.